Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Far Cry 5. In der letzten Folge haben wir damit abgeschlossen, dass wir Faith gekillt haben oder besiegt haben. So. Und jetzt sind wir immer noch hier in dieser, ja, immer noch vernebelt, sagen wir mal so, und sollen Faiths Bunker betreten. Da bin ich mal gespannt, was wir hier finden. Auch den Date, Faith Gate. Ein sehr großer Blitzfang. Die ist ja anscheinend dauerhaft benebelt. Ich habe nicht darum gebeten. Hallo. Finde den Cher. Und dann. Dein Vater. Okay, und da haben wir den Joseph natürlich auch hinten dran. So. Sheriff, das ist nicht real. Hey, Kumpel! Problem ist, man weiß einfach nicht, was ist hier real. Das ist Sheriff. Is to sing his praise, then when the first begun. Ich habe nicht viel Zeit, Rocky. Das Bliss. Du musst es aufhalten. Ja. Du musst dich beeilen. Oh nein! Komm nicht auf blöde Ideen! That saved a wretch like me. Hey. I once was lost, but now I'm found. Hey. Nein! Was blind, but now I see. Du musst dich beeilen. Rocky! Scheiße! Schnell, Rocky! Halt das Bliss auf! Na super! Was denn? Wie denn? Oh Mann! Komm hier rüber, Rocky! Schnell! Scheiße! Die Tür auf! Alter! Ich dachte, Gaskammern sind nicht erlaubt, Alter! Ah, wer weiß, wie das im Army-Land ist. Wer schießt da? Oh, Kumpel, du bist down. So, komm, hinter hier. Scheiße, Mann. Warnung, Zentralventile. Warnung, Zentralventile überladen. Komm. Warnung, Zentralventile überladen. Warnung, Zentralventile überladen. Den Sheriff retten wir. Der stirbt nicht. Jetzt können mich alle wegretten hier. Vor unserer Nase. Ach, da ist auch noch einer.
So, keep on. Komm. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Stoppe die Blissproduktion. Wie soll ich das denn jetzt machen? Zerstöre die Zentralpumpe. Das werden wir tun. Wir müssen hier rüber. Zerstöre die zentralen Pumpen. Oh Mann! Krasse Scheiß, Dude! So gefällt mir das. So. Eins, zwei. Das waren nur zwei. So. Pumpen sind zerstört. Lass mich raten, hier geht's raus. Erreiche das Ziel. Ja. Scheiße! Dreckiger Tank! Müll! Scheiße! Ah, komm aus dem Bunker! Wir versuchen's! Mach die Tür auf! Boah, jetzt gleich noch so eine Tür, die wir nicht aufkriegen, bestimmt. Wo dann alles umsonst war. Nein.
Oh, ich gehe ja schon. Komm! Ich hab keinen Bock hier, dass mir die Bulle um die Ohren fliegt. Los! Interagieren. Komm, mach auf! In den River. Region befreit. Hope County Jail. Nice. Wir haben Faith besiegt. Du siehst scheiße aus. Ja, so fühle ich mich auch. Brauchst du Hilfe, um reinzukommen? Gott, nein, das geht schon. Hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Du hast heute eine Menge Leute gerettet. Vergiss das nicht. Hey, kannst du mir helfen? Ich muss los. Hm. Weißt du, es gab einen Moment, kurz bevor du ankamst. Ich verlor die Hoffnung, ich sah einfach keinen Ausweg. Aber du warst stark. Und viele gute Menschen sind gestorben, aber wir alle hier, wir leben noch dank dir. Und ich bin verdammt stolz auf dich. Dankeschön. Und jetzt geh und finde diesen gottverdammten Joseph Seed. Bring ihn vor Gericht, oder? Unter die Erde. Das machen wir. Yay! Das machen wir. Das aber erst Jake. Deputy. Erst holen wir uns Jacob. Ein Ziegel ward geöffnet. Meine Faith. Meine Faith. Sie war nicht die erste, die diesen Namen trug, aber sie war die hingebungsvollste. Als sie zu mir kam, war sie wie viele von euch. Gebrochen. Verloren. Ich habe an sie geglaubt. Und sie wurde engelsgleich. Perfekt. Und die Sünde haben sie uns weggenommen. Es ist der Glaube, der uns zusammenhält. Ohne sind wir verloren. Du bist eh verloren, wenn ich dich in die Finger kriege. Also verlieren wir nie den Glauben. Und jene, die uns Böses wollen, werden leiden. Leiden. Oh, Joseph. Dich kriegen wir auch. Schön. Wunderbar. Guck mal rein. Es gibt ein paar neue Spielzeuge für dich. Okay. Gottverdammt, du hast es geschafft. Faith ist erledigt. Der Henbing River wurde befreit. Und da John ebenfalls tot ist,
bleibt nur noch Jacob im Norden übrig. An die Arbeit. An die Arbeit. Das machen wir. So, Waffen. Was haben wir denn da? Die haben wir. Den kaufen wir uns auch. Einfach so, weil wir es können. Dann will ich den noch. Gekauft für diese. So. Mal ein bisschen ausgerüstet. Ich wüsste gern, woher die irgendwie die Ausrüstung haben. Die sind ja bis an die Zähne bewaffnet. Nice. Schicki, schicki. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier noch? Na gut, wir machen jetzt eh erstmal wie im letzten Gebiet hier noch alle Aufgaben, die wir haben. Sprich, wir gehen als nächstes diesen Außenposten hier befreien. Bevor wir dann zu Jacob rüber wandern. Super, jetzt ist kein Heli da. Den Widerstand. Ah, komm. Jetzt ist Schluss, ihr Pengewichser. Zack. Reiß zum Weg. Wir haben Feld besiegt. Wir haben die Feld besiegt. Oh yeah. Wir haben die Feld besiegt. Sie wird uns nicht mehr nerven. Die geht uns nicht mehr auf den Sack. Die geht uns nicht mehr auf den Sack. Okay.
So. Der ist erledigt. Schweißbrenner benötigt. Och nee. Ja, lass mal gucken. Das kriegen wir doch hin. Oder? Schweißbrenner, wo war? Angelgesundheit. Autoreparatur. Schwergewichtsmeister. Verfügbare Punkte. Saboteur. Sprengmeister. Schlossknacker. Das würde ich mir bei Fallout wünschen. So. Reisetasche. Okay. Dann scheiß auf den Wagen. Aber wir haben andere Fähigkeiten erlangt. So. Dann fahren wir jetzt noch ein paar Meter und dann beenden wir die Folge. Ja, überall die Widerstandsmänner ist ja. Wir haben gewonnen! Ich habe gewonnen. So, okay. Dann beenden wir hier die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo, falls ihr nicht getan. Und Kommentare sind immer wieder gerne gesehen. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, meine Freunde. Ciao.